So, hallo Leute, heute kurz und knackig zur Suicide Protection Nackenstütze SPN3. Die Besonderheit bei uns ist, dass jede Nackenstütze individuell für den Fahrer gefertigt wird. Und das bedeutet, wir schauen uns erstmal an, was bringst du für Maße mit, was hast du für eine Statur, was verwendest du für einen Helm, was für einen Brustpanzer, für was möchtest du die Nackenstütze hauptsächlich verwenden, fährst du Supermoto, Motocross, Downhill oder Enduro. Das ist jedes Mal ein bisschen eine andere Anforderung für die Bewegungsfreiheit, wie sitze ich auf dem Sportgerät drauf und entsprechend fertigen wir deine Nackenstütze. Kannst die Farben auswählen. Die Besonderheit bei unserem Neckbrace ist, dass es sich sehr flexibel und weich verhält für die verschiedenen Situationen, wo ich mich vielleicht abrollen muss, wo ich kontrollierten Sturz irgendwo einleiten möchte, wo ich eigentlich gar keine Nackenstütze brauche. Und dann gibt es die anderen Fälle, wo ich die Nackenstütze dann brauche, wenn der Kopf nach hinten überstreckt wird, da trifft der Helm eben hier auf diese Traverse und dann passiert Folgendes. Die zwei Dreiecke, die hier zueinander verschränkt angeordnet sind, die sperren dann zueinander und dann auf einmal verhält sich die Nackenstütze ganz fest und gibt nicht mehr nach. Und das ist eben wichtig, um Überstreckungen im Halsbereich dann zu verhindern.